Zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Es freut mich wieder mit Yuffie und Tifa und Barrett unterwegs zu sein. Und da liegen ja noch Sachen, die habe ich noch nicht eingesammelt. Weiß ich noch, wie das Spiel geht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. So, ich habe nun Final Fantasy VII angefangen und Mods wie Echo S mit Voice Mod und ein paar anderen. Endlich macht mir das Spiel Spaß. Und das sage ich als Final Fantasy VII Hasser. Eigentlich. Und dann kommst du her und guckst dir Final Fantasy VII an? Lunatic, was ist da los? Was ist da los? So, wir müssen hier weiter und ich glaube, wir haben jetzt direkt einen Bossfight vor uns. Ach ja, der Vogel! Den habe ich ja ganz vergessen. Wir hatten erst beim letzten Mal gesagt, hey, Vögelchen. Und jetzt ist Vögelchen da. Nein, wir fingen an mit Materia und jetzt sehen wir den dicken, fetten Vogel da oben rumflattern. Vogel! Puh, ich bin sehr gespannt. Na, los geht's. Oh, sind die süß, die Vöglein. Oh nein. Ach so, der will die Vögel fressen. Wie ging das Spiel nochmal? Was spiele ich hier gerade? Ich habe noch nicht ganz Okay, wir kriegen das hin. So, wie war das? Ich muss jetzt hier gleich erstmal das... eigentlich muss ich erstmal analysieren. Ja, okay. Wirksam Feuer und Bio. Oh, Bio ist ja cool. Final Fantasy 8 Beste. Ich weiß ja nicht. so, dann werden wir mal auf das Flammen-Ninja zu wechseln. Um hier mal ein bisschen mehr Action auf Feuer zu machen. So, haben wir denn jemanden mit Bio? Nee, leider nicht. Das ist nicht so gut. Final Fantasy 10 Beste, sag mal. Habt ihr irgendwie, seid ihr nüchtern? Zwölf ist geil. Ich werd verrückt. Sag mal, was? Ich verstehe hier einfach gar nichts mehr. Ich verstehe hier einfach gar nichts mehr. Also... Okay, das war ziemlich schlecht. Versteinernder Atem? Ich... Nein! Die geht jetzt nämlich in Stein, glaube ich, ne? Nee, tut sie nicht. Ha, Glück gehabt. Dann geht's ja. Nicht kratzen. Was bist du denn für ein Vogel? Kratzen. Au. Ach, komm jetzt nicht mit Ero, du. Ja, definitiv. So, was hast du denn? Auch kein Bio. Nur Ero. Antidot. Ach Mensch, warum habe ich denn kein Bio eingepackt? Was soll denn das? Na gut, dann muss hier mal was anderes hin. Schockschuss. So, das war eigentlich ganz cool so. Jetzt probieren wir es nochmal. Na also, geht doch.
Natürlich kommt jetzt noch eine zweite Phase. Es hieß Type Zero. Type Zero habe ich selber noch nicht gespielt. Wirkungslos, ich werde verrückt. Was geht denn jetzt? Warum ist denn das jetzt wirkungslos? Ach so. Warte mal, immun jetzt gegen Feuer? Jetzt muss ich Bio. Komm, dann versuchen wir es mal mit Synchrofähigkeit. Moment, kommen wir mal nicht so hier bitte. Was habe ich denn? Flammenjutsu, Frostjutsu, Gewitterjutsu, Luftjutsu. Ich glaube, wir müssten mal das Jutsu loswerden. Hat sie noch eine Synchro? Nee, tiefer kann aber noch ein bisschen was machen. Nimm Frost. Okay, dann Fertigkeit Frostjutsu. Ach shit, jetzt steht es natürlich auch voll im Eis. So ein Bockmist. Nein! Aber sie hat auch, ne? Nee, sie hat Blitz. So, im Schock. Geht doch. Oh, und sie hat Limit Break offen. Ja, umso besser. Dann hauen wir gleich mal den Limit Break rein da, wenn die hier schon. So, Synchrofähigkeit noch nicht offen. Noch nicht offen, noch nicht offen. Schade. Fertigkeit, Schockschuss gleich nochmal hinterher. Was sieht's mit tiefer Fertigkeiten? Übermacht. Klingt gut. Nehmen wir. Oh, warte mal, da kommt doch irgendwas gerade runter, oder? Stauborkan. Junge! Hey, Eldanesh, grüß dich! Synchrofähigkeit Zyklontritt, das klingt doch gut. Und beschwören wir doch mal Ramu dazu. Haben wir noch nicht gesehen, ne? Den guten Ramu. So, wir brauchen mehr Männer mit Bärten. So, Esper-Fähigkeit, Donnerlanze. Los geht's! Ramu, ich wähle dich. Away. So, es müsste aber sicherlich gleich eine Autoheilung, ich wollte es gerade sagen, eine Autoheilung von Barrett kommen. Wunderbar, weiter mit der Esper-Fähigkeit. Wie wär's mit dem Verbal Laser? Den kennen wir auch noch nicht. Machen wir hier ein bisschen Piu-Piu. Ja, der sitzt. Hat die andere? Ne, die hat die gleichen. Aber auf der anderen Seite, warum denn eigentlich nicht? Okay, nee, wir sind auf 1. Alles gut. Ach, ich finde die einfach so cute. Die Yuffie. Ich wollte gerade sagen, was geht denn jetzt steil?
Aber da kommt Ramu mit dem Ionenschlag. Jawoll. Nein! Mach doch nicht sowas! Wenn ich gerade dabei bin, die hier Sachen entgegenzudrücken. Synchrofähigkeit. Ah, guck mal, wir haben noch eine Synchrofähigkeit offen. Ja, eine Trinkpause. Ja, Tommy, kleine Trinkpause gibt's auch gleich. Aber sicher doch. Können ja mal versuchen zu stehlen. Nicht zu stehlen, frech. Na komm, einfach drauf da. Synchrofähigkeit. Ach shit, die hat immer noch keinen. So, Hauptsache drauf da. Lass das! Er scheint dich zu mögen. Harold, das ist unfair! Was soll's? Kommt er halt mit! Guck mal, sein Kopf. Er hat die gleiche Frisur wie Cloud. Wenn wir damit zurück nach unten fahren. Wackelt bestimmt etwas, aber ist schneller. Damals sind Tain und ich. Vergesst es. Lassen wir lieber die Brücke runter. Ich wollte gerade fragen, warum hält sie sich die ganze Zeit den Bauch? Achso, was ich vergessen habe letztes Mal zu sagen, als du Aeris nicht im Main-Team haben wolltest, hol ihre Gebetematerie, und pack sie auf wen anders. Hat mir das ein oder andere Mal den Hintern gerettet, wenn die MP knapp macht. Gut zu wissen, das ist ein lustiger Trick. Ich glaube, da werde ich mal drauf zurückkommen. Erstmal muss ich hier ein bisschen gucken, wegen den Materia und so weiter. Erstbrücke hinunterlassen. Hier muss auch irgendwo eine Materia rumliegen. Die betrügen mich doch jetzt nicht um eine Materia, oder? Ich weiß zwar nicht mal mehr, welche Materia das ist, aber hier gehört eine Materia hin. Wo ist die Materia, die ich suche? Kikeri Cloud, kannst du das bitte machen? Wo ist er denn überhaupt? Da ist er. Jetzt haben wir, glaube ich, das stärkste Mitglied in der Gruppe. Das ist schon süß. Ich finde das total cool. Na gut, okay. Gucken wir mal. Push the button. Und hiermit können wir die Brücke bedienen? Tja, welcher Knopf? Lass mich mal. Okay. Das war's. Sagen wir den anderen Bescheid. Ich glaube, die wissen das schon. Hallihallo! Juppie hier!
Geht schon besser. Wir schnappen uns eine Lore und fahren nach unten. Ihr folgt am besten einfach den Gleisen. Unterwegs gibt es eine Hängebrücke. Da können wir uns treffen. Okay. Und stellt auf dem Weg doch unsere Route ein. Aber nichts zu Heftiges, sonst kotzt mich ein gewisser jemand hier noch voll. Hast du gehört, Cloud? Ich hätte ja nichts gegen Action, aber was will man machen? Ach Mensch, und guck mal, die Schlurfis sind auch wieder dabei. Da drüben rennen sie. 10 WP. Nee, wir gucken erstmal, ob wir noch irgendwas kaufen können. Auch nicht, ne? Nee, da sind wir auch voll. Guti, dann nicht lang warten. Schlurfi hinterher. Jetzt, wo die Brücke unten ist. Aber was ist mit meiner Materia? Warum ist denn die da nicht? Was soll denn das? Ich habe mich so drauf verlassen. So, ich hack den einfach direkt weg. Ich finde das so gemein jetzt, ne? Warum können die Gegner eigentlich da nicht runterfallen? Achso, die fliegen, ne? Weil die fliegen, können sie da nicht runterfallen. Logik, natürlich. Hätte ich ja dran denken können. So, Vorsicht, Steinschlag. Das interessiert mich nicht. Hier gibt es Gegenstände, oder? Heul nicht, durfte ich. Doch, ich heule! Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass da eine, dass da ein, Dings ist. Eine Materia. Nein, das ist ein geschriebenes Gesetz. Seit wie lange? 25 Jahren suche ich da diese Materia raus. Und dieses eine Mal gibt's die da nicht. Das finde ich schon. Das ist schon gemein. Das ist unfair. Das ist, ich fühle mich betrogen. Sephiroth! War sicherlich schuld dran. So, und das nächste Fiese, die dürfen jetzt mit der Lore durch die Gegend fahren und wir halt müssen jetzt hier zu Fuß laufen. Ja, das ist auch so gemein. Ich will auch Achterbahn fahren. Ich glaube, damit kann man die Weichen stellen. Nee, damit kann man nicht. Ah, warte mal! Hier stehen überall Kisten. Wir dürfen noch wir dürfen die Achterbahn noch fahren. Ich habe mich gewundert, müssen wir hier backsteppen oder Backtracking betreiben, um dort hinten diese Kisten zu holen? Und jetzt sehe ich da auch Kisten. Das heißt, wir fahren hier später noch rüber. Och, wie geil wird das denn bitte? Die Gleise sehen ziemlich alt aus. Egal! Die anderen da heil rüberkommen? Keine Angst, die sind noch stabil genug. Woher weißt du das? Meine Pfoten irren sich genauso wenig wie meine Nase. Ah, davon habe ich gehört. Die Pfoten von Hunden und Katzen können mehr erspüren, als wir uns jemals vorstellen können. Oder, Red? Mit deinen... Bringt das was hier rüber zu springen? Ja, bestimmt, ne? Sind um Welten feinfühliger als die von einem Haustier. Sag mal, Red. Nein. Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Cloud fuchtelt erstmal mit dem Schwert durch die Luft. Wunderbar. Immer drauf. Mehr Erfahrungspunkte. Mehr Wut. Jo. Siehst du mal. Einfaches Spiel hier. War da jetzt irgendwas Wichtiges noch? Nee, ne? Doch. Tatsächlich war hier eine Kiste. Hat sich doch gelohnt. Dann, weiter geht's. Let's go, meine Freunde, let's go. Sind ja nicht zum Schlafen hier, sondern um Spaß zu haben.
So, die fahren dann da runter, alles gut. Die Fahrt muss ja ein bisschen aufregender sein. Einfach mal den ganzen Metallmüll auf die Schienen werfen. Ich glaube, Barrett mag das. Oh, guck mal, Bomber. So, Maggi, Eis auf, fetten Bomber. So. Hack, hack, hack. Hack, hack. Aber man merkt schon, ne, wie sich das hier langsam Richtung Richtung Cosmo Canyon und alles mögliche umändert. Hier wird es rot. Jetzt muss ich mal eben kurz auf die World Map gucken. Ja, genau, das sage ich doch. Hier unten ist nämlich Cosmo Canyon. Das fängt hier schon an. Aber vorher müssen wir noch hier hin. Jinkart, grüß dich. Ja, ahoi dir doch auch. Erstmal hier ein bisschen rumlaufen, rumsuchen. Gleich kommt der Zug. Nee, wir stellen die Weichen für den Zug. Also der Zug wird nicht fahren, bis wir die Weichen richtig gestellt haben. Finde ich, ist aber auch eine sehr, sehr schöne Sidequest. Weil, guck mal, unsere Freunde sitzen nämlich da oben. Da, wo dieser kleine Kran rumgeistert. Und die touren dann hier mit Highspeed voll Karacho hier runter. Und ich habe da richtig Bock drauf. Das wird sicherlich witzig. Ich finde es schön, dass sie hier solche Minigames reingeworfen haben. Bin mal gespannt, ob da noch andere Minigames dazukommen. Und ob wir die alle in der Goldsaucer nochmal spielen dürfen. Ich wette, in der Goldsaucer gibt es wieder so ein blödes Kartenspielturnier. Das muss der Treffpunkt sein. Lasst uns Juffi und den anderen Bescheid geben. Wegen einer ollen Weiche? Na komm. Machen wir es kurz und schmerzlos. Genau, alles für Yuffie. Weil Yuffie Main Character. Ab geht die Post. Alles wird gut. Ich kann das. Das wird ein Klacks. Wohl mitkommen, was? So ist's gut. Dann los und haltet euch gut fest. Okay. Okay. Achso, warte mal. Mit links Gewehrarm schießen. Also Viereck schießen, Dreieck Yuffie Wurfstern. Gut. Na dann. Natürlich gibt es das als Quest. Ach komm, da waren Kisten. Oh Gott, das ist ja schnell. Wer? Daka, Daka! Wie kann ich alle Kisten treffen? Geht das hier auch noch schneller? Wir sind ja voll hier am rumguffeln.
dachte, wir fahren hier Achterbahn. Es wirkt hier eher, als würden wir, als würden wir hier voll rentnermäßig eine Sightseeing-Tour machen. Es gibt doch mal ein bisschen Gas hier. So lange haben wir wie hochtuckern, fahren wir gleich rückwärts. Ach shit, da waren die Kisten. Geht halt eben auch super schwerfällig, ne, das Zielen wieder. Aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ja, wir haben es gleich geschafft. Na komm. Ach Mann. Na ja, egal. Geschafft ist geschafft. Stimmt, und Yuffie musste nicht kotzen. Na, sicher? Ausgesucht. Mir war langweilig. Ihr habt's also überlebt. Ja, aber nur ganz, ganz knapp. Seit wir ihn gerettet haben. Sag mal, das hier kenne ich. Die Zwillinge nicht. Er heißt Kikeri Cloud. Sehr erfreut. Nicht lustig. Ich dachte, der kommt jetzt mit. Weg ist er. Er gehört zu seiner Familie. Dann mach's mal gut, Kikeri Cloud. Los jetzt. Das ist voll gemein. Ich hab mich so drauf gefreut, dass wir jetzt einen neuen Gefährten haben. Oh, wait. Sind wir... Ich dachte, du kommst von hier. Tue ich auch. Ist da schon? Ich hab eigentlich erwartet, dass da nochmal eine Sitzgelegenheit oder so zu finden sein wird. Kurz vor? Okay.
Dann ist ja gut. Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt mit einer Cutscene cutten. Na, schau mal einer an. North Coral. Aber das... Moment, wait. Aber genau hier... geht's dann gleich... Ich glaube, ich mache hier jetzt erstmal kurz einen kleinen Shot und dann sehen wir uns gleich wieder.